Es geht weiter, Leute, mit Let's Play Luigi's Mansion in der versteckten Villa. Und heute habe ich zwei Gäste dabei. Stellt euch mal vor, bitte. Hallo Leute, ich bin 55 so dran, ja. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon von ein paar Mortal Kombat Let's Plays. Und hier ist noch Dominik, als bekannt als Sub-Zero. Keine Ahnung. Hi Leute, und heute wieder ein Let's Play mit Super Tantalus und 555 Soran. Und der Kronleuchter ist ja runtergefallen. Er sammelt hier wieder das Geld ein. Ich meine aber hier oben, hier gab es auch noch. Ja, du blöder Kronleuchter, muss wieder runterfallen. Ah, ich hab mich gerettet. Aber ich meine, hier oben gibt es auch noch Geld in dieser Lampe. Was haben wir denn hier so Schönes? Was, da ist kein Geld drin, ne? Egal. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum ersten Endboss. Und, oh, es ist ja spiegelverkehrt und jetzt, mal gucken. So erwartet. Ist kein Feuer mehr oder so. Nein, das muss man wieder neu sammeln. Gib mal weg, nicht mit dem Mausfell, der ist auch zum Kotzen. Übrigens, ich habe auch die Aufnahme, also das Bild ist jetzt ein bisschen anders da. Man sieht nicht mehr diesen blauen Rand. Habe ich geändert. Dank mir. Ja, es war 555 Sorans Idee. Was haben wir denn hier drin? Was? Kein großes Herz. Sind wir jetzt wieder beim Baby oder bei den zwei Zwillingen? Beim Baby. Oh, das wird ja nur lustig. Müssen wir jetzt wieder gegen die kämpfen, oder was? Ja. Die werden aber jetzt extrem schwer. Ja. So, ich glaube, das lese ich jetzt nicht mehr vor. Erwischt. Okay, ja, weiter, es geht. Pass auf die Maus auf. Ich hasse sowas, wenn der Mausfall im Bild ist. Ich will den raus haben. Die Schi hat hier immer Angst. Das kennen wir alles schon. Ich muss mich mal ganz kurz anders da hinsetzen. So, es ist besser und wir spielen, ja, gegen so ein fettes, hässliches Etwas. Und uns geht's dreckig. Aua! Ja, die Pferde, die machen jetzt auch noch Zickzack-Bewegungen. Boah, wir sind aber ausgewichen. Pferde werden so oder so überbewertet. Und da sind wieder die Bälle. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Pferde größer sind? Ja. So, jetzt können wir das Baby aufsaugen. Oh, wenn ich das dem Jugendschutz melde. So, wir haben die Hälfte gerade abgezogen. Das Baby muss wieder rumschreien. Wie. Alter, das ist ja jetzt noch abgefahren. Da seht ihr das, wie schnell das auf einmal ist. Aber ich finde es irgendwie lustig. Was meint ihr dazu? Übertreibt nicht. Alter. Ich würde sagen, bye bye, Super Tantalus. Würde ich mal nicht sagen. Oh oh. Oh oh. Wow, ich bin noch durch. Hast du doch noch geschafft. So, jetzt kommen wieder die hässlichen Bälle. Oh, Hilfe. Oh Mann, hier. So. Yes. Wow, das ging doch besser. Aber ich finde, es war besser als wie beim ersten Mal. Wir haben zwar nur zwei Versuche gebraucht. Hast du schon mal auf dein Leben geguckt? Und jetzt ein wenig Schleichwerbung, Mr. Plopper. Ishi findet einen pinken Schlüssel. Schwulette. Schwulette. Ich lese doch nichts mehr vor, schon vergessen. Ah ja. Scheiß auf Lesen. Ja. Bla bla bla. Lesen ist einfach nur für einen Arsch. Hopp.
Und ihr seht auch schon, dass hier das Augenspiegel verkehrt ist. Normalerweise war die Maschine auf der anderen Seite. Jetzt machen wir es so wieder in die umgekehrte Richtung. Naja, wie soll ich es erklären? Ja, bla bla bla. Oh, kannst du einmal... Ich hab das schon alles mal vorgelesen, Professor Higgins. Ich hätte es ganz garantiert nicht nochmal vorlesen. Warum sagst du nicht einfach den Professor auf? Ja, Luigi, tu, was du tun musst. Ich sehe das jetzt schon zum 5 Millionensten Mal. Was das für ein guter Professor ist. Er hat eine Waschmaschine erfunden. Also Leute, so einen habe ich bei mir auch zu Hause. Nicht so, oder? 555 so ran. Scheiß auf Waschmaschinen. Ja, Waschmaschinen sind scheiße. Alter, waren die Geister Gold umrandet? Bei dir waren sie doch immer Silber oder Bronze. So, das sind unsere ersten Geister und den ersten drei. Baby, hast du Bronze. So. Highscore. Na, was soll's. Bla, wir wollen speichern. Oh, ich bin zur Villa gegangen. Sorry, Leute. Wieso musst du in die versteckte Villa? Natürlich muss ich in die versteckte Villa. Ich wusste gar nicht, dass hier jetzt versteckte Villa steht. Da. Sorry, Leute. Was ist das für ein scheiß Geräusch? Es hat geleckt. Ja. Okay, Leute, es geht weiter. Jetzt können wir auch hier rein. Ist da ein Boss oder so? Nein, da ist gar nichts. Ist nur so eine Geheimtür. Wollen wir mal hier gucken, was... Auch... OMG. Och, du kacke, die Explosionsdinger. Komm, als erstes möchte ich in den Keller mit dem blauen Gelbgeist fangen. So. Ist da Lampe schon Geld drinne? Ja, Geld. Ich auch gerne. Weiter. Ich glaube, die Tür ist es, oder? Nein, Arrow. Wie kommen die Macher oft von diesem Spiel auf die Idee, Geld in einer Lampe zu verstecken? Keine Ahnung. Ich hätte das Geld in Schubladen versteckt oder im Keller. Oder am besten, leg doch gleich das Geld auf den Boden. Da müssen wir nicht 100 Stunden an irgendeine Scheiße staubsaugen. Ich hab wieder ein Geldgeist. Und warum, seit wann haben Geister Geld? Tja, seit diesem Spiel würde ich mal sagen. So, das war's. So, wir laufen die Treppe rückwärts. Luigi macht einen Moonwalk. Zum ersten Mal. Mal gucken, was uns jetzt... Oh, eine Goldmaus. Alter, das ging aber schnell mit der Goldmaus. Alter, ich bin reich. Ja. Ihm ist der Kristall aus den Händen gesprungen. Super Tantalus, was zur Hölle war dieses komische Geräusch gerade? Mäuse und Fledermäuse. Ich meinte das gerade. Boah, ey, ach, das sind diese Explosionsdinger. Die sind ja jetzt auch hier schon. Und schon Goldbarren, schon wieder. Alter, ich muss doch epic reich sein, oder? Es geht weiter, weiter, blöde Maus. Machst du den Gang jetzt hell, indem du hier in dem Gang alle Geister aufsammelst oder in allen Räumen hier? Allen Räumen. So. Ich muss erst den Boss sehen, den großen Boss. Herr Finsterling. So, was haben wir denn hier? Oh, Hilfe. Oh oh. Es kommt mein Hassraum in der versteckten Villa momentan. Oh nein. Oh nein, das ist der falsche Raum. Ja, besetzt. Gut. So, komm her. Oh nein, da bin ich schon einmal gestorben, wo ich die versteckte Villa gespielt habe. Bist du jetzt beim Boss oder wie? Nein.
Wer sich erinnern kann, Super Tantalus hasst Klammergeister. Also, ich würde erst recht nicht in ein Zimmer gehen, wo Klammergeister sind. An Super Tantalus Stelle. Sonst stirbt er. Oh Mann. Halt die Teilnahme weiter und. Luigi, du bist. Oh mein Gott. Ja! Kannst du aber noch unten halten, Luigi? Ich hab noch verdammt verfickt wenig Leben. Okay, aber es ist der letzte Klammergeist. Wir gucken, ob wir den auch kriegen. Du hast scheiß 52 Leben verloren wegen den Geistern. Ich denke mir wieder diese dumme Erklärung von Professor Igitt, die wir eh schon kannten. Schlüssel. Okay, wir gehen in den nächsten Raum. Ich gucke mal kurz, ob ich mich oben irgendwo heilen kann. Oh mein Gott, das ist mein absoluter Hassraum. Ich hoffe, er kann sich nicht heilen. Das habe ich gehört. Was hast du gehört? Das kann er dann hoffentlich, kann er sich nicht heilen. Okay, dann guck dir das Video danach nochmal an. Dann wirst du merken, dass ich das nicht gesagt habe. Das werden wir ja dann sehen. Was hat der Mausfall im Bild zu suchen, mein Freund? Schreibt Kommentare, ob ihr glaubt, ob ich es gesagt habe oder nicht. Ach Quatsch, ihr könnt ja keine Kommentare schreiben, ihr habt es ja schon gehört. Scheiße. Leck mich. Ich will mich doch nur heilen. Heulen bringt jetzt auch nichts. Ich muss aber heulen. Ihr wollt gar nicht jetzt wissen, was euch im nächsten Raum wieder erwartet, meine lieben Freunde. Eine Schwuchtel. Ja, so, das stimmt. Ich kann mich leider not heilen. Egal, scheiß drauf, ich werde es versuchen. Ich werde es so versuchen. Drückt Super Tantalus die Daumen und gibt ihn einen Daumen runter. Nein, Scherz, gibt ihn einen Daumen hoch. Ja, ich gebe dir gleich einen Daumen hoch. Nein, gibt ihn einen mittleren Daumen. Den macht ihr, indem ihr zuerst den Daumen hoch drückt. Und dann runterdrückt. Danke, die umgekehrt ist. Die Shy Guys werden mich jetzt mächtig vermöbeln. Und einen haben wir. So, ich habe überhaupt keine Angst vor diesen Shy Guys. Shy Guys. LMD. Keine Ahnung, was LMD heißt. Warum greifst du die Shy Guys an? Das sind doch nur scheue Geister, die dich gerne töten wollen. Ich muss sie aber töten. Wow. Die wollen doch nur tanzen. Die wollen sterben. Tanzen. Tanzen machen nur Schuletten. Hast du noch nicht die Bedeutung gehört? Shy Gays? Nein. Ein Herz. Herzen kommt her. Und da ist der nächste, bis auf der letzte Shy Guy. Doch, jetzt kommen wieder die Tänzer. Die eh keiner mag. Wer von euch mag die Tänzer? Die Tänzer, sondern die Tänzer. Schreibt's in den Kommentaren, ob ihr sie mögt oder nicht. Auf jeden Fall kann ich euch eins sagen. Ich finde, die Shy Guys können besser tanzen. Und jetzt haben wir die Tänzer. Guck mal, ob ich sie... Hört nicht auf Dominik, er sagt oft so schwule Kommentare. Oh, auch die haben wir beim ersten Mal geschafft.
Ja, nee, bin ich, komm ich, kommst mir so vor, als wäre ich bis jetzt doch bei der versteckten Villa doch noch ein bisschen besser, was Einsaugen der Geister angeht. Aber was mein Leben angeht, da sehe ich mich doch wieder schlechter. Was meint ihr? Keine Ahnung. Und da haben wir wieder einen Schlüssel. Okay, weiter geht's. Ist da oben noch was drin? Ein Goldbarren. Wow. Leck mich fett. Krieg ich. Voll eins in die Fresse hauen. Ja. Ah, haut ab! Oh ja, das wird auf jeden Fall noch lustig. So, und euch beiden habe ich schon mal. Und schon wieder Herzen. Oh, immer her mit den Herzen. Immer her damit. Oh, mein Gott, die Bananen, die machen mir jetzt schon Angst. Ich hab gedacht, du isst Bananen. Ja, ein Geldgeist. Ich muss versuchen, den Grieß mal zu fangen. Ich mag eigentlich Bananen, ja. Natürlich mag ich Bananen, schmecken doch lecker. Ja, ich hab den Geldgeist nicht mal gefangen. Den haben wir in der normalen Villa nicht gefangen. Stimmt doch. Sub-Zero 007, du warst ja selber mit dabei. Ja, ich hab's gesehen. Aber diesmal haben wir ihn. Ah ja, in Wirklichkeit heißt Sub-Zero 007 Dominik, weil er sich keinen YouTube-Account leisten kann. Ich kann mir einen leisten, Soran, nur ich melde mich jetzt noch nicht an. Immer diese Ausreden. Der Bananengeist ist jetzt schon nervig. So, den kriegen wir auch. Wunderbar. Okay, das haben aber immer noch nicht alle Geister. Oh mein Gott, du gib mal Giftpilz, hau ab! So, mach doch deine Nummer. So, hallo, danke, Luigi. Komm her, komm her, komm her. Okay, das waren immer noch nicht alle Geister. Na, wo bleibt ihr denn? Ich bleib einfach mal hier stehen. Nochmal so ein Geist. Oh mein Gott. Das würde ich sagen. So, weiter und den haben wir auch. Was? Das waren immer noch nicht alle. Alter, viele sind hier noch. Okay, dann nochmal so Manila. Oh, der natürlich ist natürlich weg zum Acker machen. So. Ich glaube, da sind noch ein paar Bananengeister. Oh mein Gott. So. Auch dich habe ich. So. Hast du gerade das Geräusch gehört? Ja. Frag mich, was das war. Keine Ahnung. So. Und schon wieder ein Herz. Oh, ich liebe Herzen nicht. Wer von euch isst eigentlich alles Bananen? Schreibt es in den Kommentaren. Wer von euch isst Bananen? Gerne. Welcher Vollidiot isst keine Bananen? Donkey Kong? Der isst jeden Tag Bananen. Der ist süchtig nach dem Zeug. Der ist so süchtig. Ich wette, der zieht sich jeden Tag noch durch die Nase. Und jetzt haben wir endlich alle Geister. Das hat aber auch meiner Meinung nach viel zu lang gedauert. Das kennen wir alles schon mit der Wand. Ist doch nichts Neues, oder? La 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 la. In einmal da war nichts drin, oder? So. Und das haben wir jetzt auch. Ja, und mal gucken, was uns. Jetzt haben wir wieder die Dumbus. Was wieder heißt, er wagt es uns, Blabla zu zerstören. Musstest du das machen? Ja, leider musste ich das machen.
hättest auch ganz einfach durch die Villa gehen können und hättest sagen sollen, ach, ich mach den Scheiß nicht mit und drück nicht auf den Knopf. Ich sag uns wieder dieser hässliche Professor zu. Oder wir spielen einfach, wir drücken einfach Spiel beenden und spielen ein anderes Spiel. Nein, nicht wirklich. Wir spielen weiter dieses geile Spiel. Und Sicke. Okay, wenn du unter einem geilen Spiel verstehst, wenn ein Professor Zicke sagt. Zicke, Birgi. Day Super. Eudora? Boah. Wakuwakuwa. Zicke, Birgi. Ich muss dich auch mal dran hindern. Das hört sich ja voll bescheuert an. Welcher kranke Idiot denkt sich sowas aus? Frag die Macher. Also mit dem normalen Mario habe ich mich ja abgefunden mit Let's go! Und. Ja. Und. Jetzt Mario Time! Ja, aber. Zicke! Zicke! Das war Let's Play Luigi's Mansion Part 14. Wir sehen uns dann in Part 15. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben, wenn nicht auch einen Daumen runter. Schreibt einen Kommentar, bewertet. Super Tanolo sagt tschüss. Und auch. Und vergisst nicht, Zicke. Und das. Und den mittleren Daumen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und Dominik sagt auch tschüss. Oder Sub-007, wie ihr es halt wollt. Sag Dominik. Tschüss. Warte. Du hast Luigi vergessen. Ach, stopp. So. Bye.